Wir leben in Zeiten von Kriegen, der Klimakatastrophe und der allgemeinen Krisen. Gerade junge Menschen bekommen das besonders zu spüren. Viele geben sich jedoch nicht mit Individualisierung, Alternativlosigkeit oder Resignation zufrieden. Und das ist auch richtig so. Deshalb wollen wir in den nächsten Sitzungen aufzeigen, dass Marxismus uns ein Werkzeug gibt, die Welt nicht nur zu verstehen, sondern sie auch zu verändern. Ihr kennt es sicher aus Diskussionen mit eurem Umfeld oder auch aus eigener Recherche. Über Marxismus wird viel behauptet. Viele denken, die Theorien von Marx passen überhaupt nicht mehr in unsere Zeit. Doch genau das Gegenteil ist der Fall, wenn wir uns die Phänomene des zeitgenössischen Kapitalismus genauer angucken. Es gibt unzählige Bücher, die Marxismus oder Begriffe wie Sozialismus und Kommunismus verteufeln oder gar total verwässern. Und genau deshalb wollen wir heute und auch in den nächsten Sitzungen klären, was ist Marxismus eigentlich und was bedeutet er für unsere Kämpfe. Und genau darum soll es auch heute gehen. Wir wollen klar machen, warum ein revolutionärer Marxismus heute an Aktualität und Notwendigkeit nichts verloren hat und welche Schlüsse wir daraus ziehen müssen. Im Zuge dessen werdet ihr auch hoffentlich uns als Klasse gegen Klasse und der revolutionären internationalistischen Organisation besser kennenlernen. Wie schon vorhin erwähnt, die meisten von uns schauen nicht mit Zuversicht in die Zukunft. Die Preissteigerungen haben die meisten von uns hart getroffen, zusätzlich zu den eh schon viel zu hohen Mieten. Löhne sind im Schnitt im letzten Jahr um 5% gesunken und jeder dritte Studierende lebt unter der Armutsgrenze. Die Profitraten sinken, die Wirtschaft hat sich nie wirklich von Wirtschaftskrise 2008-09 erholt. Wir stecken in einer allgemeinen Produktivitätskrise, die zusätzlich zu den Schocks durch Covid und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine die Inflation befeuert haben. Arbeitslosigkeit bleibt ein Problem trotz Fachkräftemangel und horrenden Überstunden, die Leute zusätzlich zu ihrer 40-Stunden-Woche schuften müssen. Die Tafeln werden überrannt, und die Liste an Problemen könnte ich jetzt noch ewig lange fortführen. Zusätzlich ist jedoch die derzeitige Situation bestimmt durch ansteigende geopolitische Spannungen. Nicht nur Deutschland hat mit 100 Milliarden mehr ins Militär investiert, sondern weltweit steigen die Militärausgaben auf ein Rekordhoch. Die Konfrontation zwischen den Großmächten ist zurück. Der Angriff auf die Ukraine ist ein erstes blutiges Zeichen dafür und in Zukunft können wir direkte militärische Auseinandersetzungen zwischen den Großmächten nicht ausschließen. Jene Militarisierung kriegen wir auch nach innen zu spüren, zum Beispiel durch den Ausbau der Polizeibefugnisse, durch neue Gesetze, aber auch die Jugend wird gezielt damit bombardiert. Wir sehen Bundeswehrwerbung auf Trams und in den Klassenzimmern und das sorgt dafür, dass mittlerweile jeder und jede Zehnte der neuen Rekrutinnen der Bundeswehr minderjährig ist. Als wäre das nicht genug, befinden wir uns inmitten der Klimakrise und überschreiten wahrscheinlich schon in den nächsten 10 Jahren das 1,5-Grad-Ziel laut IPCC-Bericht. Lützerath hat eindrucksvoll gezeigt, dass die Regierenden sich nicht gegen die Profitinteressen der Konzerne stellen wollen und können. Im Gegenteil, sie kriminalisieren und unterdrücken diejenigen, die dagegen protestieren. Die ungehinderte Ausbeutung der Ressourcen unseres Planeten durch die kapitalistischen Konzerne wird unsere Lebensgrundlage zerstören. Die Klimakatastrophe malt eine noch dunklere Zukunft für uns alle und wird die schon bestehenden Probleme, Flucht, Hunger, Armut oder Krieg nur weiter befeuern. Das Buch, das wir in den nächsten Sitzungen behandeln wollen, Einführung in den Marxismus von Ernest Mandel, wurde schon 1977 veröffentlicht. Die Ungleichheit, die aus den Klassenwidersprüchen in der kapitalistischen Gesellschaft herrührt, die er im ersten Kapitel beschreibt, ist bis heute die gleiche geblieben. Erst diesen Monat zeigte eine neue Oxfam-Studie eine erneute massive Zunahme der Ungleichheit. Nach Angaben der Weltbank erleben wir aktuell die größte Zunahme der weltweiten Ungleichheit und Armut seit dem Zweiten Weltkrieg. Und jede 10. Person auf der Erde muss immer noch hungern.
Die Erzählung einer stetig gerechter werdenden Welt allein durch Reform ist ganz offensichtlich unzutreffend. Der Zusammenhang zwischen den Krisen und den Widersprüchen des Kapitalismus tritt bis heute offen zutage. Die revolutionäre Überwindung eben dieser Wirtschaftsweise, die unsere Gesellschaft grundlegend strukturiert, ist dringend notwendig, um Krisen, Kriege und Klimakatastrophe abzuwenden und eine gerechte und lebenswerte Gesellschaft zu erkämpfen. Eine sozialistische Gesellschaft, die den Klassenwiderspruch überwinden kann, die die Wirtschaft demokratisch plant und nach den Bedürfnissen ausrichtet, statt nach Profitinteressen. Das Werkzeug, mit dem wir unserer Meinung nach den Kapitalismus überwinden und eine sozialistische Gesellschaft aufbauen können, ist der revolutionäre Marxismus. Marxismus ist als Weltanschauung, als Kritik der politischen Ökonomie und der politischen Theorie, als Theorie und Praxis der Erfahrung der Arbeiterinnenbewegung und als Kunst der Strategie zu begreifen. Doch was bedeutet das jetzt im Einzelnen? Zentral für den Marxismus ist der dialektische Materialismus. Also das ist die Methode der Analyse auf dem Verständnis der materiellen Realität, die in ständiger Bewegung ist, beruht. Also anders als bei religiösen, postmodernen oder anderen idealistischen Ansätzen bestimmt nicht Gott, Sprache oder Ideen unsere Existenz, sondern entscheidend dafür ist eben unsere materielle Realität. So ist auch der Grund, warum uns Konzerne weiter schlecht bezahlen und die Umwelt zerstören, nicht, dass CEOs und Regierungen nicht mit den richtigen Argumenten überzeugt wurden. Genauso gilt es auch für Kriege und Aufrüstung, die immer weiter voranschreitet, obwohl wir doch alle Frieden wollen. Ideen, Appelle und Bitten können schließlich nichts an Profitinteressen und nationalstaatlicher Konkurrenz etwas ändern. Marxismus hilft uns nicht nur, heute zu verstehen, dass Ideen also nicht einfach vom Himmel fallen, sondern ein Produkt der Weise, wie wir leben sind. Und so kann es uns auch dabei helfen, ein Verständnis unserer Gesellschaft und der menschlichen Entwicklung zu erlangen. Zum Marxismus gehört natürlich ebenso die kritische Wissenschaft der politischen Ökonomie. Zum Verständnis, wie der Kapitalismus uns konditioniert, braucht es Wissen darüber, wie unsere Wirtschaftsweise funktioniert, wie Waren produziert werden, wie Profite entstehen und woher die Krisen, die wir gerade erleben, eigentlich kommen. Doch die Kritik ist nie nur eine rein ökonomische. Hinzu kommt die Kritik der Politik, des Rechts, des bürgerlichen Staates, die auf die ökonomische Basis aufbauen. Staat, Medien, Schulen oder Unis sind keineswegs neutral, sondern dienen den Interessen der Herrschenden. So durchzieht dessen Kritik nicht nur die politischen, sondern auch die ökonomischen Schriften von Marx und Engels. So wird die kapitalistische Produktion nicht nur als unmenschlich und barbarisch abgetan, sondern auch verstanden, dass durch den Kapitalismus die Produktion schneller und effizienter wurde im Vergleich zu vorherigen Gesellschaften. Das eröffnet die Möglichkeit, die Bedürfnisse aller Menschen zu befriedigen. Jedoch dient die Produktion in der kapitalistischen Gesellschaft der Schaffung von Profit und nicht dazu, die Bedürfnisse aller zu befriedigen. Die kapitalistische Produktion hat den absurden Gegensatz erzeugt, dass Essen weggeschmissen wird, während Millionen Menschen verhungern, so wie es bei der Weltwirtschaftskrise der Fall war, als Essen verbrannt wurde, um die Preisstabilität zu erhalten. In diesem Sinne bildet Marxismus auch eine Theorie und Praxis der Revolution heraus. So liefert der Marxismus nicht nur eine Analyse der Gründe für revolutionäre Veränderungen, nämlich die tiefen Widersprüche in der ökonomischen Basis der Gesellschaft, sondern hat auch eine Strategie und ein Programm für die Überwindung des Kapitalismus entwickelt. Um klarzumachen, was es bedeutet, aus der Geschichte zu lernen, lohnt sich ein Blick auf die Kämpfe der Marxisten vor und im Ersten Weltkrieg. Während beispielsweise um 1900 führende Sozialdemokratinnen wie Eduard Bernstein der Meinung waren, dass ein friedliches Hineinwachsen des Kapitalismus in den Sozialismus möglich wäre und man deshalb auf den Kampf für eine Revolution verzichten könne,
sahen revolutionäre Marxistinnen wie Rosa Luxemburg, Wladimir Lenin oder Leo Trotzki voraus, dass die wachsenden Konflikte zwischen imperialistischen Mächten zu Kriegen führen mussten, die für Millionen von Opfern und unvorstellbare Zerstörung sorgten. Während die SPD 1914 den Kriegskrediten des Kaiserreichs zugestimmt hatte, mit dem Argument des Kampfes gegen das despotische russische Zarenreich, steht heute die SPD mit an der Spitze der militärischen Eskalation mit Panzern. Die Revolutionären analysierten den Krieg stattdessen als Ausdruck der gegensätzlichen Interessen verschiedener imperialistischer Staaten und betonten, dass die Jugend und die Arbeiterklasse sich nicht den Interessen ihrer jeweiligen herrschenden Klasse unterwerfen darf und sich gegen den imperialistischen Krieg mobilisieren müsse. Lenin und Trotzki verbrachten dafür lange Jahre im Exil. Luxemburg und Liebknecht saßen immer wieder im Gefängnis. Schließlich standen sie 1917 in Russland und 1918 in Deutschland an der Spitze revolutionärer Aufstände, die schließlich dem Krieg ein Ende bereiteten. In Russland standen die Bolschewiki an der Spitze dieser Revolution, Lenins revolutionäre Arbeiterinnenpartei. Ihr Sieg war die erste sozialistische Revolution in der Geschichte, aus der wir heute noch unzählige Lehren ziehen können. Allen voran die Notwendigkeit des Aufbaus einer revolutionären Partei, die in entscheidenden Momenten des Klassenkampfes die Arbeiterklasse und alle Unterdrückten im Kampf gegen Staat und Kapital anführen kann. Das Gegenteil konnten wir in der Novemberrevolution 1918 in Deutschland erleben, wo die SPD mit Friedrich Ebert an der Spitze die Revolution verriet und Luxemburg und Liebknecht ermorden ließ, die sich zu spät von der reformistischen SPD getrennt hatten, um eine schlagkräftige, revolutionäre Partei aufbauen zu können, die den Reformismus die Führung entreißt und die Revolution zum Sieg führen könnte. Deshalb muss Marxismus nicht nur ein Analysewerkzeug sein, sondern auch eine Anleitung zum Handeln. Integraler Bestandteil des Marxismus ist also nicht nur die Kritik der bestehenden Verhältnisse, wie es oft an den Unis gelebt wird. Ohne Handlungsperspektive, ohne Praxis verkommt er. Das ist auch für diesen Lesekreis hervorzuheben. Ihn als Chance zu sehen, sich nicht nur weiterzubilden, sondern Handlungsperspektiven zu entwickeln. Das heißt, hier die Sitzungen sollen ein Ort des ideologischen Kampfes in der Perspektive der revolutionären Organisierung sein, die notwendig ist, wenn wir die Welt, um es mit Marx zu sagen, nicht nur verschieden interpretieren, sondern auch verändern wollen. Heute stehen wir noch nicht unmittelbar vor einem dritten Weltkrieg, aber größere Spannungen und die Ausdehnung von Kriegen sind schon jetzt an der Tagesordnung. Mitten im Ersten Weltkrieg stellte Rosa Luxemburg die Alternative, Sozialismus oder Barbarei, auf. Mehr denn je brauchen wir auf diese Frage eine strategische Antwort. Denn es ist eindeutig, dass die Menschen sich die Missstände auf der Welt nicht einfach gefallen lassen wollen. Massenhafte Proteste zu Black Lives Matter, Generalstreiks in Frankreich, der Aufstand im Iran oder Kämpfe in Peru zeigen den Anstieg der Klassenkämpfe aktuell sehr deutlich. Die Kämpfe gegen die Inflation wie auch in der beeindruckenden Streikwelle in Großbritannien sind dabei auch direkte Reaktionen auf die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, die sich noch verschärfen werden, wenn der Krieg noch länger dauert oder weiter eskaliert. Auch hier in Deutschland sind wir erst kürzlich in und für Lützerath auf die Straße gegangen. Jetzt gerade gibt es Streiks bei der Post, in Schulen, Flughäfen und im öffentlichen Dienst. Doch die Kämpfe sind vereinzelt. Gewerkschaftsbürokratien, also die bezahlten Führungen der Gewerkschaften, nicht etwa ihre demokratischen Vertretungen der Mitglieder, lassen sich auch auf Abschlüsse unter Inflationsniveau ein und die Klimabewegung steckt in einer tiefen Strategiekrise. Die Linkspartei, NGOs und Postautonome, wie zum Beispiel von Ende Gelände, haben keine Antwort auf die Fragen, wie kommen wir eigentlich aus der Defensive? Wie erkämpfen wir lebenswerte Löhne und Sozialleistungen, die sich automatisch an die Inflation anpassen? Wie können wir den Krieg beenden, der auf allen Seiten nur für größeres Leid sorgt? Wie setzen wir die Enteignung von RWE und Co. unter der demokratischen Kontrolle von den Arbeitenden und den Verbrauchenden durch, um die Energiewende endlich zu erzwingen? Hiermit spreche ich nur einige Kämpfe an, die derzeit geführt werden.
Der Marxismus kann als wissenschaftliches Werkzeug dienen, die gegenwärtige Krise zu verstehen und die Kämpfe gegen diese zu gewinnen. Nicht nur für einzelne Reformen, sondern aus der Defensive in eine offensive Perspektive der sozialistischen Revolution zu überführen. Zentrale Stellung der marxistischen Theorie sind die Arbeiterinnen, also all jene, die lohnabhängig sind. Viele, vor allem junge Menschen, denken, dass sie nicht Teil der Klasse sind. Doch sind es gerade wir, die in Schulen, Ausbildung oder Uni auf eben jene Ausbeutung vorbereitet werden. Denn die meisten von uns werden Büroangestellte, Erzieherin, Metallarbeiterin, Lehrerin, Bahnfahrerin oder Programmiererin, wie ich zum Beispiel. Auch die meisten, die jetzt gerade mir zuhören, sind ganz bestimmt nicht im Besitz von Produktionsmitteln, also Maschinen und Fabriken, und müssen oder werden für ihren Lebensunterhalt Tag für Tag arbeiten müssen. Wir, diejenigen, die jeden Tag arbeiten müssen, um zu überleben, sind auch diejenigen, die die Welt am Laufen halten und sie auch komplett umkrempeln können. Insbesondere in der Logistik oder Produktion können sie die komplette Wirtschaft lahmlegen. Aber auch Arbeiterinnen im Sozialwesen, in reproduktiven Sektoren, können eine enorme Stahlkraft entwickeln. Wenn sie sich zusammenschließen und für ihre objektiven Interessen eintreten, können sie nur die Welt gewinnen. 1917 in Russland war es Textilarbeiterin von Petrograd, die den Aufstand gegen den Krieg und gegen den Zaren lostraten und so die ganze Welt ins Wanken brachten. Es war jedoch nicht einfach ein spontaner Aufstand. Jahrzehntelange Erfahrung im Klassenkampf und die Organisierung der fortgeschrittenen Teile der Arbeiterklasse in der bolschewistischen Partei gaben den Ausschlag für den Sieg der Revolution. Heute haben wir so eine Kraft noch nicht. Und Jahrzehnte des Neoliberalismus nach der Zerschlagung der durch den Stalinismus bürokratisch degenerierten Arbeiterinnenstaaten haben in vielen Ländern der Welt zu einer beispielslosen Zersplitterung der Arbeiterinnenklasse geführt. Gewerkschaftsführungen und NGOs trugen ihr selbiges dazu bei, dass die Spaltung zwischen Arbeiterinnen erster und zweiter Klasse weiter besteht. Oder dass Kämpfe gegen sexistische und rassistische Unterdrückung getrennt von Arbeitskämpfen stattfinden. Hier zeigt sich ein strategischer Pfeiler, auf den der Marxismus beruht, den wir in den nächsten Sitzungen tiefer diskutieren werden. Die Gesellschaft ist geprägt vom Gegensatz von Kapital und Arbeit. Trotzdem hält sich das Gerücht hartnäckig, dass Arbeitende nur Männer im Blaumann sind oder gar nicht mehr existieren. Die Mehrheit der Weltbevölkerung ist Teil der lohnabhängigen Klasse. Dazu kommt, dass Arbeitende immer migrantischer, immer weiblicher und immer offenkundiger als je zuvor sind. Umso wichtiger ist es, dass wir den Kampf von Unterdrückung mit der von Ausbeutung verbinden. Schließlich sind es nicht nebeneinander stehende Mechanismen, sondern Teil des kapitalistischen Systems. Und die Unterdrückung findet auch hier ihre materielle Basis. Deshalb können die Arbeitenden, die eben eine so strategische Position besitzen, die Gesamtheit aller unterdrückten Teile der Bevölkerung im Kampf gegen Staat und Kapital anführen. Dafür brauchen wir eine materielle Kraft, die diese Kämpfe zusammenführen und ihnen eine Strategie geben kann, um den Kapitalismus zu stürzen. Der Aufbau einer solchen Kraft, einer revolutionären Partei, der Arbeiterklasse und der Jugend kann nicht nur hier geführt werden. Wenn der Kapitalismus einen Weltmarkt und imperialistische Konkurrenz geschaffen hat, muss er auch international überwunden werden. Die gescheiterte Erfahrung des Stalinismus und seiner Theorie des Sozialismus in einem Land hat gezeigt, dass der Sozialismus langfristig nur im Weltmaßstab aufgebaut werden kann. Und das heißt, dass auch unsere Strategie und die revolutionäre Partei, die wir dafür aufbauen wollen, international sein muss. Wir von der revolutionären internationalistischen Organisation als revolutionäre Marxistinnen sind deshalb international in der trotzistischen Fraktion für die Vierte Internationale organisiert. Wir sind in 15 Ländern vertreten und waren in Frankreich mit bei den Streiks der Eisenbahnerinnen 2019 gegen die Rentenreform dabei, ebenso wie heute bei den Mobilisierungen und Streiks gegen die neue Rentenreform. In Argentinien organisieren wir tausende Arbeiterinnen und Jugendliche in der Partei Sozialistischer Arbeiterinnen, kurz PTS,
und nutzen das Parlament als Bühne für unser Programm und unsere Strategie mit der Front der Linken und der Arbeiterinnen, die bei der Wahl über 1 Million Stimmen bekommen hat, um Klassenkämpfe gegen Sparmaßnahmen und Abtreibungsrechte voranzutreiben. In der vorrevolutionären Situation in Peru mit Massenaufständen und Polizeirepressionen mit schon über 60 Toten werben unsere Genossinnen dort für eine revolutionäre Antwort der Arbeiterinnen auf die Putschregierung. Im Dienste dieser Perspektive steht auch unser internationales Zeitungsnetzwerk, Izquierda Diario, was in Deutschland Klasse gegen Klasse ist. Wir wollen revolutionären Journalismus machen und eine scharfe Kritik am kapitalistischen System und am Imperialismus üben und damit Arbeitenden, Unterdrückten und der Jugend eine Stimme geben. Unserer Meinung nach müssen wir heute beginnen, Kräfte für den Aufbau einer revolutionären Partei zu sammeln und nicht länger der Linkspartei hinterherlaufen. Dafür haben wir im Januar eine Konferenz organisiert, zu der 150 Personen kamen und diskutiert, wie ein revolutionärer Bruch mit der Linkspartei aussehen kann. Die Konferenz war das Ergebnis eines langen Fraktionskampfs innerhalb der Linksjugend Solid für ein revolutionäres Programm. Schließlich hat die Linke weder Programm noch Strategie zu bieten, die eine sozialistische Gesellschaft wirklich erkämpfen kann. Sie hat keine konsequente Opposition zum Krieg organisiert. Trotz steigender Preise hat sie sich nicht zur Hauptaufgabe gemacht, massenhaft die Leute zu mobilisieren. Und auch den Kampf um die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne in Berlin mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen, wurde für den Wahlkampf genutzt und versucht, den Kampf so in die Parlamente umzuleiten, wo der gewonnene Volksentscheid nun verraten wird. Deshalb brauchen wir unsere eigene Kraft. Wir möchten mit allen, die Interesse haben, den Aufbau einer neuen Gruppierung marxistischer, kämpfender Studierender und Jugendlicher beginnen. Wir wollen eine revolutionäre Jugend aufbauen, die sich als sozialistisch, als antiimperialistisch, antimilitaristisch, feministisch und antirassistisch versteht und an der Seite der Arbeiterklasse für eine sozialistische Lösung der Klimakatastrophe und der sozialen Krise kämpft. Eine Jugend, die sich konsequent der NATO und der Bundeswehr entgegenstellt, ohne sich Leuten wie Putin unterzuordnen. Eine Jugend, die sich unabhängig vom Staat, dem Kapital, der Linkspartei und den Bürokratien von Gewerkschaften und NGOs organisiert und der Resignation des geringeren Übels, den Enthusiasmus des Kampfes für eine Gesellschaft frei von Ausbeutung und Unterdrückung entgegensetzt. Lasst uns die nächsten Sitzungen in diesem Sinne nutzen und darüber diskutieren, wie wir dies erreichen können.